Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir, das hier wird der Essen-Tag. Und zwar hat die liebe Reni mich getaggt, also die XK-Renina. Und auch unsere erste Begegnung hatte so ein bisschen was mit Essen zu tun. Und zwar habe ich sie ja beim Summercamp das erste Mal getroffen, das war so im Juli. Und da war sie gerade am Pfirsiche futtern und ich wollte sie halt nicht stören und wollte sie deswegen halt nicht anquatschen irgendwie und mich aufdrängeln und so. Und danach war es irgendwie zu spät, mich vorzustellen. Und das war ziemlich blöd, fand ich auch wirklich ziemlich doof, aber naja, sie hat es mir scheinbar nicht übel genommen, weil sie hat mich getaggt und dann haben wir uns beim Video Day ja nochmal wieder getroffen und da habe ich mich dann auch nochmal dafür entschuldigt und das erklärt, warum ich mich nicht vernünftig vorgestellt habe beim ersten Mal und so, aber ihr kennt das bestimmt irgendwie, wenn jemand halt bei so einer Party oder so einfach total beschäftigt ist, irgendwie, sie war halt jetzt gerade am Essen und naja. Wie auch immer, los geht's mit dem Tag, es ist ja alles wieder in Ordnung, von daher, naja. Ich habe hier die Fragen auf meinem Handy und los geht's. Frage 1, für welche Eissorte würdest du selbst eine Stunde an einer Eisdiele warten? Früher wäre das auf jeden Fall Amarena Kirsch und Stracciatella gewesen, das sind so meine beiden Lieblingseissorten, für die ich wirklich immer irgendwo anstehen würde. Jetzt inzwischen bin ich halt auf der Suche, die irgendwo vegan zu finden, weil das ist ja nun mal Milcheis. Und ja, wenn es die dann irgendwo vegan gäbe, würde ich dafür eine Stunde da anstehen, wahrscheinlich, ja. Also Amarena Kirsch und Stracciatella. Ich bin aber im Moment noch am Versuchen, das selber zu machen. Amarena Kirsch ist so ein bisschen schief gegangen beim letzten Mal. Ich habe jetzt so eine Eismaschine. Ich verlinke euch auch unten nochmal dieses Enjoy Summer Eis Ding. Da habe ich ja schon mal Schoko-Eis selber gemacht, das ist sehr gut geworden. Aber Stracciatella und Amarena bin ich noch dran. Vielleicht am nächsten Sommer werde ich endlich das Geheimnis geknackt haben. Zweite Frage: Mit welchem Getränk fängt die Stimmung bei dir an? Spielt das auf Alkohol an, dann mit gar keinem Getränk, weil ich keinen Alkohol brauche, um fröhlich zu werden und so. Aber wenn es jetzt wirklich irgendwie sowas Leckeres mit ein bisschen Alkohol sein sollte, dann wäre das mein aktueller Lieblingscocktail und das ist ein Dreamcatcher. Den zeige ich euch dann vielleicht mal zu Silvester, weil normalerweise gehört ja Alkohol hier nicht unbedingt auf meinem Kanal, aber zu Silvester könnte ich ja mal Cocktails zeigen und da wäre dann Dreamcatcher, der ist so karamellig mit Orange Maracuja und so Karamellsirup und so, total lecker. Also müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Werde ich euch da mal zeigen zu Silvester. Dritte Frage. Bei welchem Essen kannst du einfach nicht aufhören zu essen? Puh, gute Frage. Wahrscheinlich alles Ungesunde, was ich eigentlich nicht essen sollte. Also so Sachen wie Bratkartoffeln zum Beispiel. Felix Bratkartoffeln, die sind ultra fettig, aber er macht die wirklich einfach nur total lecker. Also wenn er Bratkartoffeln macht, lasse ich alles stehen und liegen für und kann dann da auch wirklich nicht aufhören zu essen, weil die wirklich lecker sind aus Pellkartoffeln und dann irgendwie, also das dauert immer 2 Stunden, bis er die gemacht hat, aber echt mega lecker und vegetarisch bzw. vegan, weil er ja auch Margarine nimmt und keinen Speck und sowas, würde ich ja eh nicht essen mit Speck, weil die ja dann nicht mal vegetarisch wären, aber er macht die sogar mir zuliebe tatsächlich ganz vegan und ich finde die echt mega lecker. Also Felix Bratkartoffeln wären da meine Antwort. Frage 4. Welches Obst überlebt noch nicht mal eine Stunde in deiner Obstschale? Welches Obst liebst du? Blaubeeren. Liebe ich total im Moment. Blaubeeren mit so einem Vanille-Soja-Joghurt. Also wirklich dann Soja-Joghurt mit Vanille, gemahlener Vanille drin. Bisschen Agavendicksaft gesüßt und so. Und das dann zum Beispiel, ja, lecker. Wirklich total lecker, ansonsten Erdbeeren natürlich, was wir immer an Obst da haben, was aber länger als eine Stunde überlebt, bei mir zumindest, sind Bananen, die esse ich aber ziemlich viel, aber die überleben auch länger, weil wir immer so viel davon kaufen und ich eine Banane am Tag esse maximal. Aber im Moment wären das wirklich dann Blaubeeren, die liebe ich total im Moment mit Vanillepudding. Frage 5. Was ist dein persönliches Must-Have-Gemüse? Blumenkohl. Natürlich, Blumenkohl. Ganz spontan. Mit Curry, mit einer Panade drüber oder diese mit dem Crunchy, wie hieß das denn nochmal, von Vegan for Fit. Da gab es ja auch so ein Blumenkohl-Rezept mit Mandel und so. Keine Ahnung, wie das nochmal hieß. Blende ich euch hier vielleicht irgendwo gerade ein, aber mega lecker. Auf jeden Fall Blumenkohl in allen Variationen. Ich liebe Blumenkohl. Das ist echt mein Must-Have-Gemüse.
Sechstens, lecker Nudeln. Welche Nudelsorte besucht am meisten deinen Topf? Das ist echt eine gute Frage. Also Spaghetti sind es auf jeden Fall schon mal nicht. Und wahrscheinlich sind es tatsächlich so Suppennudeln, weil ich halt echt wenig Nudeln so pur esse, wenn vielleicht noch Tortellini. Also dann so vegane Tortellini gibt es ja bei DM zum Beispiel, da gibt es ja Gemüse-Tortellini, die sind echt vegan. Die esse ich total gerne, aber auch nicht so häufig. Also wirklich am häufigsten wahrscheinlich Suppennudeln. Tatsächlich so kleine Muschelnudeln oder sowas, aber dann halt auch 100% Hartweizengrieß. Ja, weil ich halt echt so ein Suppenfan bin, so für Gemüsesuppe und da, ja, in Suppe, tatsächlich. Wahrscheinlich hat das niemand sonst geantwortet. Oder halt sonst, also wir haben halt wirklich, wir haben Chipsnudeln, also diese Schleifennudeln, die nennt Felix immer Chipsnudeln, warum auch immer. Dann normale Tagliatelle und hier Rigate oder wie die alle heißen und so Spiralnudeln und sowas haben wir alles. Aber ich glaube wirklich, die häufigste sind echt Suppennudeln. Dann die siebte Frage. Romantisch essen gehen. Für welches Nationalitätenrestaurant würdest du dich entscheiden, auch wenn es nicht unbedingt romantisch sein muss? Wenn es nicht unbedingt romantisch sein muss, dann wahrscheinlich tatsächlich indisch, wobei ich bis jetzt in Deutschland noch keinen wirklich guten Inder gefunden habe. Außer einer ist aber so ein Schnellimbiss und der war wirklich alles andere als romantisch. Und der war auch wirklich nur gut, wenn da die Mutter oder die Inhaberin quasi, also die, das ist halt so eine Ältere, wenn die kocht, ist das richtig gut. Wenn ihr Sohn kocht, ist dasselbe Gericht ganz anders und nicht gut. Irgendwie total merkwürdig. Also da muss man wirklich mal gucken, wer gerade da ist. Ansonsten habe ich tatsächlich in Deutschland noch kein richtig gutes indisches Restaurant gefunden, was mir so gefallen würde, aber wahrscheinlich dann indisch. Oder wenn es romantisch sein soll, dann wahrscheinlich ein Italiener. Weil ich halt weiß, dass Felix Italienisch total gerne mag und wenn man romantisch sein will, nimmt man ja eher das, was der andere mag. Oder nicht? Ja. Achtens, Wasser. Magst du es eher spritzig oder ruhig? Da bin ich tatsächlich so ein Kohlensäure-Junkie. Ich weiß, die 007 Morgenstern, die hat letztens, oder schon ein halbes Jahr her wahrscheinlich, inzwischen wieder bei mir, da geht die Zeit ja so ein bisschen anders. Aber die hat ihre Kohlensäuresucht, glaube ich, überwunden. Sollte ich mich vielleicht auch mal dran begeben, da was gegen zu tun. So, dann Frage 9. It's Coffee Time. Wofür entscheidest du dich für liebst? Wofür würdest du dich am liebsten entscheiden? Für gar keinen Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee. Also wenn, dann würde ich eher so einen Kakao mit Sojasahne nehmen oder so. Wobei ja dann meistens so diese Trinkschokoladen in irgendwelchen Cafés oder sowas, die sind ja auch mit Vollmilchschokolade gemacht. Sodass die dann nicht ganz vegan sind, das ist immer schwierig. Dann unterwegs würde ich wahrscheinlich eher dann ein Kaltgetränk nehmen oder so, also irgend so ein Smoothie oder sowas, statt da jetzt Kakao zu nehmen, weil Kaffee mag ich halt gar nicht. Ja. Schnelle Frage. Schnelle Antwort. Zehntens, wenn es Tea Time wäre, welche Sorte ist bei dir der absolute Renner? Wenn ich nicht krank bin, wahrscheinlich am ehesten Früchtetees, also dann wirklich so alle möglichen Früchtetees, vielleicht auch so ein Masala-Tee oder so, aber wenn ich krank bin, dann auch eher Kräutertees und so, aber die assoziiere ich halt echt mit Krankheit irgendwie. Und ansonsten halt grüner Tee, schwarzer Tee, aber dann in Varianten. Hatte ich euch eigentlich auch was für gedreht, aber habe ich diesen Sommer halt einfach nicht mehr fertig gekriegt. Kommt dann nächstes Jahr, wenn es heiß ist, Eistee-Varianten. Ja. Frage 11. Was macht dich beim Essen aus? Deine Essgewohnheiten. Zu wenig Zeit sich nehmen zum Essen, weil man mit den Gedanken die ganze Zeit woanders ist. Wahrscheinlich dann irgendwie nebenbei auch immer irgendwas anderes gucken und so. Das ist so, glaube ich, meine schlimmste Essangewohnheit. Ansonsten halt jede Menge ausprobieren, was meine Kochgewohnheiten angehen und sowas. Halt immer rumprobieren, immer neue Sachen machen und überhaupt nicht so kochen wie meine Eltern früher. Weil die haben halt so eher klassisch gekocht und ich koche ja eher international. Ja. Frage 12. Magst du es morgens eher süß oder eher herzhaft? Auf jeden Fall eher süß. Wenn ich spät aufstehe, dann kann das auch mal herzhaft sein. Also irgendwie so ein Brot mit Tomatenscheiben und Gurkenscheiben oder so. Aber wenn ich morgens aufstehe, also ganz früh aufstehe, dann am ehesten was Süßes. Und dann tatsächlich im Moment leider auch eher Weißmehl. Da muss ich auch mal wieder so ein bisschen gegensteuern, glaube ich. Also so Toast mit Marmelade und diesem Nussaufstrich, den ich euch mal gezeigt habe oder sowas, wäre dann, glaube ich, meine erste Wahl. Ja, aber dieses Weißbrot muss ich, glaube ich, mal langsam wieder ersetzen.
13. Wie isst du zu Abend? Was ist ein absolutes Muss? Abends am liebsten Brot mit Tomate oder sowas, dann halt normales so ein Graubrot. Aber oft leider auch so Knabberkram. Das ist auch wieder so ein bisschen eingerissen, da muss ich auch mal wieder was gegen tun. So, und ich springe hier die ganze Zeit aus den Fragen wieder raus, weil ich immer auf den Zurück-Button komme. So, wo waren wir? 13, nein, wir waren bei Frage 14. Keine Lust zu kochen. Was bestellst du dir am liebsten in einer Pizzeria? Vergessen zu beantworten. Achso, okay, das hat diejenige, die die Fragen hier gepostet hat, vergessen zu beantworten. In einer Pizzeria habe ich seit Ewigkeit nichts mehr gekauft, weil das Problem ist, Nudeln würde ich in einer Pizzeria nie kaufen und Pizza ist halt in einer Pizzeria nicht vegan wegen dem Käse. Deswegen, wenn ich Pizza haben will, mache ich die selber. Mit diesem Hefeschmelz, den ich euch ja mal gezeigt habe, diesen schnellen Hefeschmelz. Und ja, wahrscheinlich, wenn ich müsste, würde ich entweder, also wenn ich jetzt unterwegs, ich habe zum Beispiel bei diesem Summercamp-Ding, das war beim Juli, da habe ich dann mit ganz, 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 ganz wenig Käse die Pizza bestellt und habe die dann halt vegetarisch gegessen, dann war sie halt nicht vegan. Oder ich würde mir jetzt, glaube ich, jetzt aktuell eher einen Salat dann bestellen. 15. Was bestellst du bei McDonald's oder Burger King? Pommes und Salat. Die haben noch so leckere, diese billigen Salate für 1 Euro oder so, diesen Gartensalat, den würde ich bestellen und Pommes wahrscheinlich. Ja, mache ich auch tatsächlich ab und zu mal, wenn ich auf der Arbeit bin und habe keine Zeit und so, dann muss das auch mal sein, leider. Weil da halt nicht so viele Geschäfte in der Nähe sind, wo man so gesund essen kann. 16. Deine Nerven sind angespannt. Wie wär's mit Schokolade? Aber welche isst du am liebsten? Ich liebe die Schakalode, die ist echt so lecker. Das war echt so ein guter Tipp von euch. Aber die ist mir meistens zu teuer, deswegen wird es dann wahrscheinlich eher die Rittersport mit Marzipan zum Beispiel, wenn es zu Schokolade kommt. Oder aktuell tatsächlich auch ab und zu leider noch Vollmilchschokolade. Aber ich arbeite auch daran, das abzustellen. 7. Süßigkeiten lieben doch alle. Welche stehen bei dir oben, ganz oben auf der Beliebtheitsliste? Ja, Schokolade. Na, haben wir ja gerade schon beantwortet. Ihr wisst ja, ich bin totaler Schokoholiker, also da haben wirklich Schokocookies, Schokokuchen, Schokomuffins, alles was schokoladig ist und so wird auch selber gemacht und in Massen vertilgt. Egal wie fettig, welcher Pommessorte verfällst du auf den ersten Blick? Ist Frage 18. Wenn es darum geht, welche Beschaffenheit die Pommes haben sollen, dann tatsächlich die dünnen, die Golden Longs oder so von, wie heißt die Marke nochmal, keine Ahnung, aber es werden wahrscheinlich wirklich, also die dünnen, nicht die dicken Riffels, nicht die normalen dicken oder so, sondern die dünnen sind meine Lieblingspommes. Und dann Frage 19, was ist dein Lieblings- und welches dein Hassgewürz? Das ist echt schwierig. Also mein Lieblingsgewürz natürlich Curry, könnt ihr euch ja denken. Da dann wirklich mein Madras Mild Curry aus dem Asialaden, da gibt's das. Das ist wirklich mein absolutes Lieblings-Curry-Gewürz. Aber mein Hassgewürz, das ist schwierig. Früher hätte ich gesagt Kümmel. Inzwischen muss ich sagen, in gewissen Produkten darf Kümmel ruhig vorkommen. Also zum Beispiel bei so Papadams mit Kümmel oder sowas, die finde ich nicht so schlimm oder so. Das ist echt schwierig. Hassgewürz. Hassgewürz. Was ist mein absolutes Hassgewürz? Sonst so, ja, Kreuzkümmel, aber das, auch wenn das richtig dosiert ist, ist das auch lecker. Das ist total schwierig, weil das echt immer auf die Kombination ankommt und so. Keine Ahnung. Fällt mir gerade echt nichts ein. Es tut mir total leid. Ich habe kein Hassgewürz oder ich weiß keins. Weil wenn ich wirklich, wenn ich so an Paprika, Oregano, alles, Basilikum, das sind ja schon eher Kräuter als Gewürze, aber Curries, wirklich Chili und Kreuzkümmel, Kümmel, Kurkuma, das sind alles Gewürze, die ich total gerne mag. Das ist total schwierig, wirklich. Ach Gott, nee. Nee. Mir fällt echt keins ein, also wirklich vom besten Willen nicht. Ich gehe gerade mal so unsere Küche durch, ob da irgendwie eins ist, was Felix mag, was ich nicht mag oder so. Nee. Also wirklich, es sind halt eher so Gemüsesorten oder sowas, die ich nicht mag, halt so Pilze oder sowas, das ist dann halt echt schwierig, aber nee. Gewürze tatsächlich fällt mir keins ein. Wenn mir noch eins einfällt, reiche ich das irgendwann mal nach oder ihr werdet das erfahren.
Aber das war dann auch schon die letzte Frage und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verlinke euch mal bis zum nächsten Mal meinen letzten Tag und den 50 Random Facts About Me Tag. Der ist ja so ein bisschen länger, da erfahrt ihr auch nochmal jede Menge über mich. Und ansonsten sehen wir uns hier innerhalb der nächsten Woche wieder, spätestens am Veggie Day. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss!